Also Gift hat, wie gesagt, glaube ich, keine gefährlichen legendären Pokémon. Also gar keine. Okay. So, versus Arenaleiterin wie. Oder dann bist du sogar blieben. Bidifas! Moment, du bist kein Flug-Pokémon! Hä? Das glaubst du! Vollum should be fine. Sollte mir nichts tun können. Aber dann hole ich schlimmer. Daras Kaidero aber mal rein für. Die Musik hatte ich schon vergessen. Ja, Pepe Jam, Leute. Aber du hast jetzt auch Gift-Pokémon dann. Ich hatte Gift-Pokémon, ja. Wie die Kapfass kann alles sein, was es will. Richtig. Wow. Actually kostenlos, Leute. Da setze ich erstmal gerne ein. Geweiher ist ganz schön fett geworden. Well. Okay, Leute, ich nutze die Gunst der Stunde und hol mir mal was zu trinken. Bin sofort wieder da. Er stirbt eh jetzt. Kann ich aufstehen? Ich kann nicht zurückfahren. Der Stuhl hängt fest. So, jetzt aber. Gleich. So, was ist das andere Pokémon? Wow. Okay. Bidifas und Habitak. Okay. Hat sogar ein bisschen wehgetan. Okay. Ja, einfach sagen, dass ein Lugia kam und dass ich dran gestorben bin. Schade, dass ich es gehört habe. Guck mal, Gerald, danke für 42 Jahre Treue, vielen Dank. Also ich hatte Bidifas und Habitak. Das ist eine gute Arena, oder? Schon. Leiter. Nicht irgendwie. Eine gute Arena, das ist ein guter Arena. Leiter. Du und dein Team, ihr wart unfassbar geil. So, also ich habe immer noch keine Ahnung, ob mein Type-Team klappt oder nicht. Ich tippe mittlerweile immer noch auf nicht. Bleiben. Vielleicht so ein bisschen. Yay! Ich habe TM-Umklammerung bekommen. Nice Shirt, das ist aus meiner edgy Teenie-Phase. Also, was mir ja mittlerweile zwei Nummern zu groß ist. Aber es ist gemütlich, deswegen trage ich es. Ich habe Stafette erhalten. Joa. Ah. Läuft. Kann man machen. So, also der erste Arenaleiter war ja wirklich ein Geschenk, Leute. Muss man einfach mal so sagen. Man muss aber die Fakten, man muss einfach manche Sachen einfach mal so sehen, wie sie sind. Das war easy. Ja, das war schon ziemlich easy. Batten Pass Claws. So. Das ist auch wirklich zum Klammerung. Jetzt muss man mal reingucken. Joa, kann keiner lernen von meinen Pokémon. So, erstmal meine Pokémon heil. Leute, wir haben bald eine Routena. Ist das nicht schön? Dann hole ich mir jetzt erstmal meinen EP-Teiler ab. Gibt's den nochmal? Am Ausgang von der Stadt. Leute, gleich kommt wieder eine neue Route. Das heißt mit anderen Worten, potenziell ein geiles Team. Ich soll sagen, also Fünks und Resladero, ne? Das ist schon... Ist schon cool bisher. Ziemlich, ziemlich geil. So, dann erstmal den EP-Teiler ausschalten. Sollen. Ja, wobei ich glaube, Melly kann besser schwächen. Okay. Oh, ich bin pleite. Wie im echten Leben. Gehst einmal einkaufen, direkt alles vom Fenster ausgeschmissen. So, Route 4. Bin bereit für den Encounter. Ich muss noch meinen EP-Teiler abholen. Mein OP-Teiler, Entschuldigung. Potenziell geil oder ein Zuli Rage. Ich hoffe, es ist kein Papunga. Ich will gerade schon so wie Raid reden. So, aber erstmal. Die nur für Subs ist richtig Cancer. Was ist das so? Also, ich weiß, dass man das einschalten kann, aber. Das haben wir nicht. So, okay, Route 4, Encounter. Ah! Ah! Ja! Ja, das so. Nehme ich. Kann man was mitmachen, ne? Ich hab Fleckneul. Nee, das ist ein Rettern. Jo. Halt recht normales Duo eigentlich, ne? Jo.
Verlebst du einen Tackle? Ich mag Arbok total gerne. Und die nächste Elektroschwäche. Scheiße, Mann. Nein. Gibt Schlimmeres. That's some random ass stuff. Ab in die Box, alter Falco. Kacke. So. Und ich habe eine böse Bodenschwäche. Das stimmt. Alle meine Pokémon haben eine Bodenschwäche. Nein. Alle meine haben eine Elektroschwäche. Bei mir ist es Boden, bei Jan ist es Elektro. So. Hätten wir das auch. Hm? Eine weibliche Schlange. Also wenn ich es dann mal kriege. Hm. Wusstet ihr, dass Rettern rückwärts abonniert Sulshumaru heißt? Das stimmt, Derak. So, Chris wohnt in dunklen Wäldern und Höhlen. Es sendet Ultraschallwellen mit seiner Nase aus, um die Gegend abzutasten. Das stimmt tatsächlich auch. Alles stimmt. Was? So. Medusa, ja. Gut, Medusa ist halt schon so ziemlich die einfachste Antwort. Medusa oder Mia? Ja. Du musst eine gute Kombination aus dem Namen finden, dann. Mit dem Alter wird der Körper von Jan immer länger. Er schläft um Äste gewickelt. Schlag was vor. Wie man beide Namen gut fusionieren kann. Dein Körper wird immer länger mit dem Alter. Tja. Immer mehr. Menuse, oh mein Gott, Menuse, ich nenne es. Aber Menuse ist ein Männername. Das ist ein Männername. Jan wird lang! Nenn ihn Mia. Moa, genau. So. Ich höre schon aus, Jules Whatever. Möchte hier ein Fleckmüll werden, also machen wir daraus. Fleckjoule? Fleckjoule. Fleckjoule klingt cool. So. Genau das, Predi. So, was haben wir denn? Item? Ein ovaler Stein. Giftstachel, Wickel. Boah, das ist tatsächlich. Wieder das kein ist Item. So überdurchschnittlich, dass es fast schon gruselig ist, sowas in der Randomizer zu kriegen. Ich hab Tollpatsch als Fähigkeit. Der Randomizer ist echt nicht mit dir, Jan. Nee? Mia, Pia, demnächst. Stimmt, verdammt. Wir haben Mia. Mia und die Kay. Das bekannte, das weltbekannte Trio. Medusas habe ich gar nicht gelesen, sonst hätte ich es Medusas genannt. Deswegen trägt es kein Item. Medusas, ich habe es wirklich nicht gesehen, Leute, sonst hätte ich es Medusas genannt. So, dann laufen wir ein bisschen über diese Route und verprügeln ein paar Menschen. Nur noch Steve. Sind die Items, die bei rumliegen? Nein, hab ich schon gefragt. Ja, meine Tochter heißt Mia. Mia ist ja auch ein sehr, sehr hübscher Name. Kann ich flüchten? Ja. Sind noch irgendwelche. Ja, der Irrgarten, der ganze Kram, ne? Der ganze Krempel hier, der da. Oh, nice, super Trank. Ist die nächste Route nicht noch 10.000 Kilometer weg eigentlich? So ein bisschen, aber wir kriegen ja gleich beim Professor nochmal was geschenkt. Stimmt, wir kriegen noch ein geschenktes Pokémon, Leute. Ich glaube, hier noch ein Trainer. Hallo, Ju, erzähl mal was, schnell. Wie nein? Schnell, Ju. Du musst einen Witz erzählen. Yo, ich hätte auch einen Hooper haben können. Das wäre geil gewesen. Aber ich muss deine Kamera halten, damit ich mich steigern. So, erstmal kurz auswechseln zum Flüchten. Apokalyp, schon wieder vor allem. Mr. Pringles stellt sich in den Weg. Hab gar keinen Bock, Rettern zu trainieren. Das ist so. Ist aber erst Level. Das muss eigentlich ratsam, das zu tun. Lauf nicht weg! Bekämpft mich! Vielleicht mache ich das gleich mal. Saas! Mr. Pringles wird erstmal von meinem Durengard weggerotzt. Jetzt kommt. Also ich kämpfe gerade gegen die Top 4. Was? Ich kämpfe gerade gegen die Top 4. Der Typ ist einer, hat den Sprite von der Top 4 und die Musik von der Top 4. Fuck. Das ist an die Musik gekoppelt? Ja! Wie geil ist das denn? Horror Muffin, 28 Jahre treu, dankeschön. Das ist ja geil. Bei mir wird getanzt. Schon bei der Top 4?
Das war aber schnell, Jan. Melodias, danke für 29 Jahre Treue. Oh mein Gott. Wow. Jan, wenn du gleich tanzt wie Michael Jackson. Ich hab getanzt. Oh nice, direkt Level 9 erreicht. Aber ich habe noch gar nicht gesagt, was du dafür bekommst. Ja und, ich tanze trotzdem. Bei Erika? Hochchampt. Oh, ich krieg was geschenkt. Bekommst, plötzlich eine Durenbeere. Glaubt ihr auch eine Poggers-Musik? Ja. Alter, ich mach mit hier, pass auf. Was ist eine Durenbeere? Eine seltene Beere. Damit kannst du zu Durengard werden. Ja, die Durengard-Beere. Einfach geklaut. Ja. Oh! Francis trifft Sibyl. Was ist das mit den Geistern hier? Die Geister-Challenge. Der Top 4 Dude am Rollerbladen. Halloween und der Himmelstrainer Quinn. Halloween kommt doch erst noch. Ich bin richtig scared, Leute. Er ist echt so Geister. Stellt euch vor, die Top 4 kommt in euer Zimmer und deren Musik spielt. Ihr könnt nichts machen. Ah. Weißbrot, ich werde später noch Brot essen. In der Tat, ja. Bitte mach über die Hälfte. Ich habe Angst gegen Geister zu kämpfen. Ich kann nämlich auch Geisterattacken. Das macht wirklich gar keinen Schaden, aber. Naja! Hast du eine gute Verteidigung? Ja, aber der Gegner hat Finalschlag und das hat gerade zu viel getan. Au! Mia erreicht Level 7! Mia erreicht Level 8! Mia! Das ist da Tiri neben mir. Junge, die ganzen Trainer, die sind alle paranoid. Die denken die ganze Zeit, die würden sehen irgendwelche Pokémon, die gar nicht da sind. Die brauchen Hilfe, die Leute. Der Typ hätte sogar wirklich einen Tiri gehabt. Das wäre noch besser. Wahrscheinlich. Da war Karen. Also ich bin Karen. Stop and go. Stop vor allem. Stop and go? Oh no! Oh no! Quinn! Herz zu Quinn mit der Top 4 Musik. Oh nein, Top. Leute, Quinns Nuzlocke-Abenteuer in Pokémon X, es wiederholt sich. Oder was, Y? Es wiederholt sich. Die Rache. Jetzt Unlicht, dann lache ich. Okay. Und was ist es? Emolga. Das ist nicht Unlicht. Egal, Pepe Jam. Musik fetzt übelst. Es ist halt legit einfach die Nuzlocke, die sich wiederholt, Leute. Das ist übrigens mein Lieblings-Top 4-Theme, wusstet ihr das? Das ist schon geil. Wieso wird sich Retters Ruf ein schmerzhafter Furz sein? Weiß ich nicht. Fragen wir doch Fodrom, der 14 Jahre treu wieder dabei ist. Dankeschön. Ein schmerzhafter. Was? Warum? Meine Para. Imagine fighting a Top 4 und es ist Fünks gegen Emolga. Ich habe eine Persimbeere geschenkt bekommen. Die nehme ich gerne. Die Musik fetzt so hart. Ich glaube, ich bin gerade aus dem Tank rausgekommen. Das Kind hat sich gerade irgendwie verdoppelt. Was? Also war gerade ein kleines Kind und plötzlich kommt ein Mann und eine Frau aus dem Kind raus. Hacke. Alter. Ich hätte übelst am Ab. Muss es sein. Ich bin so gespannt, was für Pokémon wir vorhin dem Professor geschenkt bekommen, Leute. Bitte coolen Stuff. Der Frank's ist shit. Vor allem kriegen wir dann wieder diese geile Ansicht, oder? Ja. Doch, ne? Müsste ja eigentlich. Oh, Leute. Routena incoming. Routena ist so cute, ne? Routena ist echt hübsch. Was ist eigentlich unser nächstes Level-Richtlinie? Keine Ahnung. Vorhin wurde es in den Chat geschrieben. Who's Bad Pokémon? Alter, Fünks! 25, Ultra okay. Ultra-Digitation zu... 25 erst. Mein Todfeind. Heute noch, bitte. Mein Todfeind Elektro-Pokémon. Who's Bad Pokémon? It's Pikachu! It's Clefairy! Fuck! Kennst du das? Ich glaube nicht. Ich kenne nur Pummeluff von oben. Das ist so lustig, Alter. Das ist einfach. Warte, ich suche das jetzt raus. Das musst du dir später angucken. Moment. Who's that Pokémon? So, weg mit den ganzen Iguanas hier.
Okay. So. Jetzt habt ihr es gerade live gehört. Fuck! Ey, die ballern, ist halt wirklich so. Shit, ey. Ja. Kämpfen wir erstmal gegen den Gärtner. Ich wollte gerade sagen, was der hat für eine Musik an. Dann ist wieder der vier Musik. Wir sind Gentleman, verkleidet als Fahrer Mareike. Yo, hallo Vulcanion! I'm doomed! Oh no! Warum? Ich sehe es, was er bei dir hat. Und ich denke mir nur, ich muss nicht heilen. Ey, scheiße. Ist Level 7, ist es egal. Es kann, glaube ich, trotzdem dieser eine Feuerattack, oder nicht? Also, ich habe einen Vulcanion vor mir, was Flammenblitz kann. Ja. Hat Vulcanion, hat zwei O-Absorber? Kacke. Alter, ich muss das jetzt... Ich hoffe, ich meine, es ist nur Level 7, das ist wirklich ein Vorteil. Okay, keine Wasserattacken. Okay, ist es schon mal nur Glut? Solange, nur Glut ist okay. Ich meine nämlich, der lernt auch Feuer rein. Das ist ein früher Move. Aber not sure. Alter, wenn er jetzt... Mein Legi-Counter steigt immer weiter, ne? Mann, ey. War das ein Schritt? Geht dir schon übelst die Pumpe, wenn du plötzlich Ramot liest? Die ganzen Feuer-Pokémon, Mann. Ich verwende mal einen Trank. Ganz vorsichtig. Wow, Ramot und Ignivor. Viel Spezialangriff. Ja, Lia ballert, Leute. Kein Flammkörper, ja Gott sei Dank. Das wäre nämlich jetzt ziemlich ass gewesen. Noch ein Ignivor. Wow, der hat ein richtiges Team, dieser Trainer. Ramot, Ignivor und Ignivor. Ich verstehe übrigens, wie dieser Gärtner bei mir arbeitet. Der brennt mit seinem Vulkanen einfach die Hecken nieder. Scheiße, ey. Was meinst du, wie das alles hier gemacht wurde? Alles weggebrannt. Flammen und schon passt es. Feuerrang ist sogar erst Level 100. Ja, Level 1, 100 ist fast das gleiche. Es sind nur 2-0 noch dran. Stell dich mal. So, haben wir hier alle Tränen auch fertig. Alter, das Vulcanion. Ich merke jetzt gerade erst, wo ich es wieder so spiele, wie sehr ich die Rollstuhl vermisst habe. Nehmen wir den da oben auch noch mit? Komm ich dran? Oh, komm ich dran vorbei. Weg, um schnell zu rennen. Aber ist es nicht gut, Leute, dass Game Freak immer alle Features behält und nie was rausschmeißt? Ja, ich finde, das ist echt schön bei Game Freak, dass sie es genauso machen. Finde ich auch richtig super, dass coole Features einfach immer sofort weggeschmissen werden, statt sie zu behalten. Finde ich super geil. Liebe ich ohne Ende. Na, da komme ich so nicht durch. Na komm, nehmen wir den einen Bauern da oben auch noch mit, damit ich das Item da mitnehmen kann. Das war davon gerade, ne? Hallo. Die Pokémon? Ja, ja, komm. Juck. Zeig uns deine Weaklings. Das ist kein Weakling, aber ich habe Sanktokling. Insofern juckt's. Ja, das ist eindeutig ein Gärtner. Hat angefangen mit dem Kopf zu gärtnern erstmal. Yo, hallo Azumarill. Outplayed! Egal, ich hab trotzdem Sanktoklinge. Oh oh. Was hast du gemacht bei dir? Er ging da Siegeswille und ich hab Bedroher gehabt. Ups. I got Moment. Played, aber ist egal, Sanktoklinge wird klären. Kann das Azumarill schon Walzer? Data. Was? Wann hat Azumarill Walzer in der 6. Gen? Keine Ahnung. Guck mal, wie war schön. Generell, Leute, der Sprung von der 5. bis zur 6. Gen war so fett. Deswegen diese Gen auch einfach so unendlich in meinem Kopf geblieben ist. Und ich wechsle raus. What happened? Das Azumarill vor mir hat kann ein Nieglar und Walzer. Ein Nieglar hat es schon eingesetzt. Ja. Schniff, Alter, der Typ weint erst. Hallo Walzer! Angloss. Das war so lustig. Das war nicht im Highlight-Video. Oh Moment, ich kann Scanner. Oder? Stimmt. Gut, dass ich den Scanner behalten habe. Erstmal den Walzer ausschalten. Da Jan will mal wieder alle ausschalten. Ich meine, zumindest bei Durengard dabei. Also Durengard ist. IGG von meinem Kopf.
Giftstich. Jules gerade noch gerettet. Ja. Alter, das hätte unser Fleckdoll fast gekillt. Wenn ich drin geblieben wäre. Eigentlich ein ganz geiles Feature. Ganz geiles Team. Ja, bisher gefällt mir das Team auch sehr gut. Stimmt, Klamotten sind auch durch die 6. Generation dazugekommen. Allgemein Trainer-Customization. Ja. Okay, dann auf nach Illumina. Monka. Erstmal das Celebi verbrutzeln. Leute, erinnert euch an den 4. Pokémon-Film. Das wird vielleicht so ähnlich aussehen wie da am Ende. Nur, dass diesmal keine anderen Celebi kommen, um ihn zu retten. Mansui, hast du mir gerade den Pokémon-Film 4 gespoilert? Ja. Und? Alter, er bepflanzt mich, Mann. Kannst behalten. Wie ist es eigentlich? Na, und ihr so? Was habt ihr für eine schöne TM bekommen? Was, Emre? Hast du gerade Platscher bekommen, was? Nein, Tackle. Geil. Da freut man sich doch. Weißt du, ich hätte TM Rückkehr bekommen können? Nein, ich krieg TM Tackle. Er schluckt jetzt auch schon wieder ein majestätisches Metmo gegen eine widerliche Ratte einzutauschen. Kacke, Mann. Ey, Emre, ich habe gehört, wir ballern später wieder, wenn du verstehst, was ich meine. Erstmal zum Pokémon Center gehen. Kann ich mir jetzt tatsächlich mal benutzen, das wäre schön. Das ist aber eine normale Attacke. Menschen auf einmal. Embe. Kann ich überhaupt schon ins Pokémon Center oder zwingen die mich erst ins Labor zu gehen? Diese Dame weiß, was gut ist. Das ist ein Boden-Pokémon. Das ist echt ein Problem. Egal, es wird schon keine. Wobei, doch. Jetzt habe ich Angst. Der Boss ist da. Wenn der Lehmschuss oder so kann, wäre das schon ziemlich ass. Ah ja, nice. Ich kann ins Pokémon Center. Heuler ist okay, denke ich. So. Was hat denn der Extra-Typ hier erstmal wieder? Aber Tank. Aber über die Hälfte wenigstens. Ah, TMs. Wo hast du die TM eigentlich bekommen? Kurz vor Illumina. Okay. Wieso ist Jan eigentlich schon wieder so scheiße schnell, Leute? Ist es, weil er mal wieder seinen kompletten Chat einfach ignoriert? Ganze Zeit. Also ich muss sagen, ich finde, also die TMs wurden geändert, aber der Text unten nicht. Erholung. Anwender greift an, indem er den Boden um sich herum plattwalzt. Die Initiative aller Pokémon in der Umgebung sinkt. Das ist definitiv Erholung. Ich bin immer noch hier in diesem Irrgarten, Mann. Wieso bist du so schnell? Oder? Weiß nicht. Ich hab alle Trainer mitgenommen und bin dann weitergegangen. Du sagst, es ist schon wieder ein Geist, aber nein, es ist ein Kühlschrank. Anwender leistet Widerstand und greift an. Der Spezialangriff der Ziele sinkt. Giftstreich. Oder Flammensturm. Ein wilder Tanz, der den Kampfgeist erhöhen soll. Wo hast du die zweite TM her? Nee, ich guck mir gerade die TMs im Shop an, in dem Pokémon Center. Sind die auch gerandomized? Ja. Ziemlich schick eigentlich sogar, würde ich sagen. Hado Odo, 10 Euro für denjenigen, der Botoge zuerst encountert. Die Chats seien meine Zeugen. So, pray. Dankeschön, Kado. Vielen Dank für die Spende. Ja, wobei. So, wie wenn du ein Geister war, das ist aber ein Kühlschrank. Das stimmt halt wirklich. Das ist einfach ein Kühlschrank besessener. Junge, ich will dich wirklich benutzen, Mia. Aber dafür musst du mir entgegenkommen. Ein bisschen. Verstehst du? Mir muss mir entgegenkommen? Ja, halt im Sinne von was reißen können. Ich muss alles mit den anderen beiden machen. Emre, da hast du absolut recht. Pokémon Y war ein Träumchen von einem Videospiel. So, ich warte dann vorm Labor auf dich. Ja, ich kämpfe noch gegen Kühlschränke dabei. Du bist nicht ihr Darling, ich glaube auch. Wieder ein Kühlschrank? Nein, ein Ofen. Weißt du, du erwartest Geister und der kommt kommt mit seiner halben Küche um die Ecke. Hier ist nochmal ein Kühlschrank und hier ist nochmal ein Ofen und hier hast du noch meine Waschmaschine. Das war sogar legit. Ich habe einfach random Waschmaschine gesagt und es hat gepasst. Das stimmt.
ist richtig der Ikea-Trainer, Mann. Der ist einfach auf schwedischem Auftrag unterwegs, um Produkte in ganz Carlos zu verteilen, Mann. Was glaubt ihr, wie Ikea damals in Frankreich Fuß gefasst hat? Gibt's Ikea in Frankreich? Ich hab keine Ahnung, Mann. Sankt du Klinge. Oh mein Gott, warum parafusen sie nicht? Jan! Weißt du, ich gucke mir das einfach an, was gerade bei dir passiert. Sieht witzig aus. Mein größter Feind mit Durengard bin ich selbst, weil ich mir so scheiße viel Schaden mache durch Verwirrung. Alles andere eher nicht so. Er wird doch wohl nicht Hitzekoller können, oder? Gute Frage, wann lernt das denn Hitzekoller? Also es ist ja sein Signature, deswegen frage ich gerade ein bisschen besorgt. Er ist also illegaler Pokémon-Schwarzmarkt. Quasi. Schauen wir doch mal. Poké-Wiki. Benutzt ja noch die falsche Attacke. Nein. Actually, die falsche Attacke benutzt. Das klingt wie so ein richtiger Fail-Sound auch, weißt du? Klingt wie so ein Buzzer, wenn du paralysiert bist. Also statt Donnerschock